Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bussimulator 21. Ja, ich bin noch auf der Greenwood-Strecke, die ich in der letzten Folge ja gefahren bin. Und die müsste ich auch weiterfahren, aber ich sehe gerade, das zählt wieder nicht. Das heißt, wir werden uns einfach einen neuen Bus holen. Ich kann ihn auch nicht mal übergeben. Okay, dann. Dann steht der jetzt hier. Ich guck mal erstmal, wie das ist mit den Haltestellen. Da geht noch nichts. Da können wir hochstufen. Ja, einmal werde ich noch fahren müssen. Ich möchte den mal fahren. So. Nur hin, bitte. Normale Fahrkarte, einfache Fahrt, ja. Ja, genau. Warum hast du es nicht mit dem 50er bezahlt? Das wäre vielleicht noch bekloppter gewesen. Danke. Vergesse alles, wenn ich nicht in meinen Kalender sehe. Genau, pünktlich. Mal gucken, ob auch alle eine Karte haben. Da ist gar keiner drin. Nur eine hier. Ich hatte auch noch eine Fahrkarte. Hast du auch eine Fahrkarte? Ja, hier. Okay. Auch nicht zu schnell, sonst donner ich wieder irgendwo rein. Ah, jetzt kommt die. Genau. Jetzt kommt die Straße mit der Hecke. Hi. Jedes Mal, wenn der einer Hi sagt, denke ich, der will eine Karte kaufen. Ich möchte in Arnolds Freizeitpark alle Fahrgeschäfte ausprobieren und alle Attraktionen sehen. Jemand verletzt? Was, wie jemand verletzt? Okay, ich ziehe den Hintern über den Kannstein.
Aber hätte schlimmer sein können. Weck ich jetzt nachher noch, sonst vergesse ich den gleich wieder. Hier aufwachen. Na klar. Mützenheini. Ich jetzt den Kanzler oder den Hydranten erwischt. Voll blöd, dass ich den jetzt vor mir habe hier. Gut, an einer Haltestelle, an der Stelle, an denen ich schon war, kann ich jetzt hochstufen. Sehr pünktlich, danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher. Na gut, dass ich so weit ausgeholt habe. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass hier wieder einer parkt. Lassen wir den Heini schon mal raus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, sofort. Ah, fertig. Brauchen wir nur noch einen Zahltag. Winter of Passion war meine Lieblingsserie. Ich habe Spring of Affection noch nicht gesehen. Hoffentlich ist sie genauso gut. Wo hab ich denn... Klar, hier. Ah, hier. Klar. Hier, bitte. Alle in der Karte. Kommt selten vor. Wobei, diesmal schon auf der Tour hier zweimal jetzt schon hintereinander. Also auf der Strecke. Na, steht der Bus jetzt wieder da? Ne, der ist schon weggefahren, zum Glück.
Freitag ist zum Glück auch nicht mehr so weit entfernt. Komm rein, es regnet dir sonst ein Hintern nass. Und zack, Schwarzfahrer. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Ich hoffe, dass nach dem Zeittag ich den Bus kaufen kann. So, hier muss ich gar nicht anhalten, ich blöd, Mann. Ah, diesmal geht sogar die Rampe auch. Nächste Haltestelle müssten wir den Saaltag erreicht haben. Eine Fahrkarte, bitte. Mit dem, was ich momentan verdiene, kann ich mir nur Copperpot leisten. Ich wünschte, ich würde in die Fitz denken. Danke. Hi. Leute, jetzt hat das erst gezählt, dass die Aufgabe fertig ist. Hä? Oh, die Tür hat sich wieder nicht geöffnet. Oh, ein Quark. Zack. Och, so laut war das gar nicht. Nein, war gar nicht so laut. So, Bus wechseln, diesen hier. Weiteren kaufen. Großartig. Unser Unternehmen floriert und die Infrastruktur wird stetig verbessert. Unsere Fahrgäste werden begeistert sein. Ich denke, wir sollten uns bemühen, auch Menschen mit geringerem Einkommen Möglichkeiten zu bieten. Sie würden von einem öffentlichen Verkehrsnetz sehr profitieren. Und ich bin sicher, dass sie es häufig nutzen würden. Deshalb wäre Copperpot ein gutes Gebiet für den Anschluss ans Streckennetz. So, und den lassen wir mal weiterfahren. Den legen wir mal auch
hier fest. Ach, den machen wir als Vollzeitbus da rein. Dann generiert der Knete. So. Rapperport mit mindestens zwei Routen, das ist ja einfach. Dann nehmen wir einmal die Überlandstrecke. Wie wird dann Haltestelle 6? Warum ist das denn hier 4? Das wird dann 5. Kann ich die zu 4 machen ohne große Umwege? Jo. Damit ist die Strecke auch wieder ausgeglichen. Ne, möchte ich nicht zuweisen. Dann möchte ich noch diese Tour hier bearbeiten. Erstmal ändere ich den Namen. Ich glaube, so wurde das geschrieben. Genau. Und dann müssen wir mal gucken von der 12. Ich glaube, so ist das besser. Ist zwar immer noch nicht sehr ausgeglichen, aber genau, die verbinden wir mal so. Und dann würde ich sagen, fahren wir die Tour in der nächsten Folge. Ich glaube, das wird jetzt zu lang. Ja. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auch über Kommentare freuen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und ciao, ciao.